Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Alles klar. Wir sind jetzt wo? Ach so, genau. Wir machen Schnellreise und zwar nach... Ach, hier ist diese blöde Anhörung gewesen. Ach, den könnten wir... Genau. Dieser Kerl hat... Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu... stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich gehe dann. Bis dann. Ach nö. Oh, Sie sind es wieder. Was kann ich für Sie tun? Ich werde Ihnen helfen. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Warte mal, da oben war noch einer. So, ein paar Credits mehr. Yeah, Credits!
Bezirke. Gehen wir mal Koras Nest, ne? Ich glaube, hier gibt es eine Schießerei oder so. Das ist der. Alter, der das waren nicht. Sarens Männer. Der krasse Panzer. Das ist so ein schräger Club hier. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, ist er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Typi. Ja, das ist nämlich cool. Kann man sich hier hinsetzen? Aber es geht nochmal. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Ach genau, hier kann man sich hinsetzen. Entspannen. Ne? Sehr interessant. Ja, Pornografie. Auch in Videospielen. 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch schlagen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder schwierig ist. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass so eine. Was? Sie glauben nicht, dass Sie wegen des Essens hier sind? Allianz, ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Größter Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ja. Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Welches Geheimnis? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Nein. Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt der Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Normal, ne? Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Alles klar. Dankeschön. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ach,
genau, ne, ich wollte den Typen noch fragen wegen Rex hier. Ich will Rex an, also meine. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Was hat der andere Kroganer gewollt? Rex? Persönliche Angelegenheit. Nicht gerade gesprächig, was? Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Aha, aha. Diesen Kroganer werden wir uns definitiv noch anlegen. So, ab geht's durch die Mitte, zurück und mal schauen, ob wir dieses... Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt das nicht. Harkin ist ein Arsch, ich wette. Ja, kann schon sein, ne? Dass dieser Harkin... So, wo müssen wir hin? Ach ja, genau. Medizinische Klinik. Alter, wie lange ich das schon nicht mehr gespielt habe. Ist schon geil gemacht, ne? Die ganze Zitadelle. Dies, das. Jetzt muss ich überlegen, wo es hier wohin geht. Warte mal, war das hier hin? Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Yeah, Schießerei! Komm, du auch noch. Los, zeig dich. So, Ruhe im Karton hier. Was ist das? Das war's. Und so. Gehen wir noch gucken, ob da noch was liegt. Und dann packen wir zusammen. Yeah, alle sind tot. So. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michelle, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Hat Aha. das irgendetwas mit den Nachforschungen in Bezug auf Saren zu tun? Das könnte sein. Dr. Michelle, erzählen Sie uns, was passiert ist. Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht! Ihre Informationen hatten etwas mit den Geht zu tun. Sie muss Saren mit den Geht in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind.
Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt.